Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute möchte ich mal die Fortschritte von Impossible Arena 2 mit euch teilen. In den letzten paar Tagen hat sich da nämlich einiges getan an dem Projekt und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zuerst einmal, was habe ich denn gemacht? In den letzten Tagen habe ich mir viele Gedanken über das allgemeine Spielprinzip gemacht und ich habe mir auf diesen Gedanken basierend erstmal eine To-Do-Liste erstellt. Diese To-Do-List enthält viele wichtige Aufgaben, die erledigt werden müssen, damit das Spiel an sich mal in einer simplen Form spielbar ist. Dazu gehören zum Beispiel der Level-Generator, ein Heads-Up-Display, ein Game-Controller, der das Spiel steuert und beobachtet, die Spielersteuerung und vieles, vieles mehr. Die aktuelle To-Do-List umfasst einfach all die Systeme, die implementiert werden müssen, damit man mal ein Spiel hat. Natürlich ist diese aber noch nicht komplett. Sie umfasst erstmal nur die Dinge, die ich in den kommenden 2 Wochen oder so implementieren werde. Was habe ich aber an praktischer Arbeit geleistet in den letzten 2 Tagen? Nun, ich habe mir hauptsächlich einen Grafikstil erarbeitet, indem ich Mockups in Paint.net erstellt habe und ich habe das Heads-Up-Display designt und programmiert. Außerdem habe ich verschiedene Steuerungsmöglichkeiten für das Spiel implementiert. Das wurde sich ja in den Kommentaren vom letzten Video gewünscht. Das Spiel hat jetzt nicht nur diese Tastatur-Only-Steuerung, sondern auch eine Maussteuerung wie im Originalspiel. Gehen wir doch diese ganzen Dinge einfach mal durch. Fangen wir mal an beim Grafikstil. Ich habe mir das Originalspiel Impossible Arena 1 nochmal genauer angeschaut und irgendwie hat mich der Grafikstil da ein bisschen gestört. Er war mir einfach zu, simpel. Wenn ich schon einen Nachfolger programmiere, dann soll der auch besser aussehen als das Original. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, mehrere unterschiedliche Sonnensysteme ins Spiel einzubauen. Das sind einfach unterschiedliche Level mit jeweils einem anderen Aussehen und wahrscheinlich auch eigenen Gegnern. Wie viele solche Sonnensysteme ich erstelle, das weiß ich selber noch nicht, aber hier sieht man mal ein paar Beispiele, wie das Ganze später aussehen wird. Das sind aktuell noch Mockups, also Grafiken, die ich einfach in Paint.net erstellt habe und als deren Basis ich einen Screenshot vom aktuellen Spiel verwendet habe, aber so wird das später auch genau aussehen. Diese verschiedenen Sonnensysteme bringen in das Spiel einfach mehr Farben rein. Ich habe schon oft gehört, dass meine Spiele immer zu einfarbig sind und ja, das stimmt auch. Das will ich mit diesem Spiel hier jetzt aber einfach mal besser machen. Ganz interessant ist hierbei noch zu erwähnen, wie ich die Planeten im Hintergrund der verschiedenen Sonnensysteme erstellt habe. Das war nämlich wesentlich einfacher, als es vielleicht auf dem ersten Blick aussieht. Ich habe dafür einfach in Paint.net einen Kreis erstellt, auf dem Kreis habe ich dann einen Noise generiert, habe das noch ein bisschen verschwimmen lassen und dann habe ich manchmal noch extra Wolken generiert, die so aussehen, als seien sie Kontinente. Dann habe ich mit einem einfachen transparenten Gradient noch dafür gesorgt, dass der Planet eine Schattenseite hat und das war's eigentlich. Auf diese Art und Weise erstelle ich mir viele verschiedene Planetengrafiken, die ich dann im Spiel unauffällig in den Background zeichnen lasse. Und kleine Anmerkung noch, diese Grafiken sind alle nicht final, ich werde im Spiel auf jeden Fall noch viele Effekte einbauen und da noch ein bisschen dran arbeiten. Also, ja, wird alles noch ein bisschen hübscher werden. So, und dann kommen wir noch zum Heads-Up-Display, denn da habe ich auch ordentlich dran gearbeitet. Zuerst einmal musste ich natürlich genau wissen, was für Gameplay-Elemente das Spiel überhaupt haben wird, damit ich auch ein Heads-Up-Display designen konnte. Ich muss ja immerhin wissen, was für Bildschirmanzeigen im Endeffekt überhaupt gebraucht werden. Ich habe mir also zuerst einmal einen kleinen Gameplay-Plan erarbeitet, also einen genauen Plan dafür, wie das Spiel überhaupt abläuft. Und ich kam dabei zu einigen interessanten Game Design Entscheidungen. Das Spiel läuft nach dem aktuellen Stand so ab, dass man in jedem Sonnensystem eine bestimmte Anzahl an Wellen überleben muss, um dann ins nächste System zu kommen. Am Ende eines jeden Systems möchte ich auch einen Bosskampf einbauen. Die Wellen orientieren sich dabei nicht an der Anzahl der getöteten Gegner, sondern an einem Timer. Und wenn der Timer abläuft, dann kommt immer die nächste Welle, die mehr Gegner gleichzeitig und auch stärkere Gegnertypen spawnt. Um hohe Punktestände zu erreichen, reicht es nicht einfach nur viele Wellen zu überleben. Man muss, um Punkte zu kriegen, wirklich aktiv Gegner abschießen. Und damit man wirklich die meisten Punkte aus einer Welle rausholen kann, muss man dazu versuchen, seinen Punktemultiplikator aufzuladen und diesen auch zu halten. Und das macht man, indem man erstmal keine Leben verliert, weil wenn man gehittet wird, verliert man auch den Multiplikator. Und man muss in zeitlich nahen Abständen Gegner zerstören, weil sonst geht der Multiplikator auch wieder auf 0 zurück. Lebenspunkte hat der Spieler am Anfang erstmal 3. Das heißt, er kann 3-mal von Gegnern getroffen werden, bevor er Game Over geht. Anders als im Vorgänger ist es in Impossible Arena 2 aber möglich, seine Leben wieder aufzuladen, indem man genug Orbs sammelt. Und damit kommen wir zum ersten Element meines Heads-Up-Displays und wohl auch zum wichtigsten, nämlich der Spieler-Statusanzeige.
Diese setzt sich zusammen aus einem Herz mit einer Zahl und zwei Balken. Die Zahl neben dem Herz ist die Anzahl der Lebenspunkte, die der Spieler noch zur Verfügung hat. Die kleine rote Leiste ist die sogenannte Orbsleiste. Wenn man Gegner tötet, dann lassen diese Orbs fallen und wenn man Orbs aufsammelt, lädt sich die rote Leiste auf. Wenn die Leiste dann voll ist, bekommt man einen Lebenspunkt geschenkt und die Leiste geht wieder zurück auf 0. Die blaue Leiste ist ebenfalls sehr wichtig, das ist nämlich die Energieleiste. Im Spiel wird es Spezialfähigkeiten geben, die der Spieler auf Kosten der Energie ausführen kann. Wenn die blaue Energieleiste leer ist, dann kann er natürlich auch keine Spezialfähigkeiten mehr ausführen. Spezialfähigkeiten, die ich mal so eingeplant habe, sind zum Beispiel Speeding, ein Schild, eine Dash-Attacke und ein Zeitstopp, aber darauf komme ich in einem späteren Video irgendwann mal genauer drauf zu sprechen. So viel mal zur Spieler-Statusanzeige. Kommen wir jetzt mal zu den anderen Heads-Up-Display-Elementen. In der rechten oberen Ecke sieht man einen Totenkopf, der einem anzeigt, wie viele Gegner man schon zerstört hat. Diese Anzahl an zerstörten Gegnern wird dem Spieler am Ende vom Spiel wohl noch als Bonus auf den Punktestand gerechnet, mit einem bestimmten Multiplikator. In der linken Ecke sehen wir eine Stoppuhr, die den Timer darstellt. Läuft diese ab, kommt man in die nächste Welle. Ich werde diese Stoppuhr auch noch animieren, damit man auch in dem Icon selber sieht, wie lange man noch hat, bis die nächste Welle ungefähr losgeht. Und in der Mitte oben sehen wir die Punkteanzeige und die aktuelle Welle. Diese Informationen erklären sich aber, denke ich mal, von selbst. Jetzt möchte ich natürlich auch noch darauf eingehen, wie ich dieses Heads-Up-Display so ungefähr programmiert habe. Ich habe mir dafür erstmal ein paar Objekte erstellt, die die einzelnen Elemente der HUD darstellen. Es gibt zum Beispiel ein Objekt für den Enemy-Counter, es gibt ein Objekt für die Spieler-Statusanzeige und so weiter. In den Draw-Events dieser Elementobjekte werden dann alle nötigen Sprites und Texte auf den Bildschirm gedrawt. An welchen Positionen einzelne Elemente gedrawt werden sollen, ist in einem großen Skript definiert. Dieses Skript weist einmal pro Step alle Koordinaten für die einzelnen Elemente zu und die Objekte der Elemente holen sich daraus dann die Koordinaten zum Zeichnen. So ist das Ganze ein bisschen modular aufgebaut und ich kann tolle Effekte an einzelnen Elementen der HUD in ihren jeweiligen Objekten programmieren. Außerdem kann ich in dem Positionierungsskript ganz einfach Änderungen vornehmen, wenn ich mal den Aufbau der HUD ändern möchte. Und ja, das waren meine Fortschritte dieser Woche. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ihr konntet einen Mehrwert aus diesen Einblicken ziehen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen wirklich regelmäßig neue programmierbezogene Videos und wenn das genau dein Ding ist, dann lass auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen! Übrigens, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu unserem GameMaker Studio 2 Masterkurs. Das ist ein Videokurs, den ich aufwendig produziert habe, in dem du wirklich in über 7,5 Stunden Videomaterial alles lernst, was du wissen musst, um mit dem GameMaker Studio 2 eigene Spiele zu entwickeln. Falls dich das interessiert, dann schau da auf jeden Fall mal rein und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen!